Sieben Leben. Hat er echt locker, oder? Vielleicht schaffen wir das zu verteidigen, obwohl. Ja, danke schön fürs Hochheben. Jo, hallo, Servus und David. Ihr wisst vielleicht, das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. Und deswegen hier jetzt Captain Krecht, meine Damen und Herren. Ach, ich liebe diesen Piraten. Er ist vielleicht sogar mein Lieblingspirat. Ich bin noch unschlüssig. Eins ist aber auf alle Fälle klar: Ich habe mit dem mit Abstand, glaube ich, meine beste KD ever im ganzen Spiel. Und zwar eine ganze 3,5er KD. Insgesamt jetzt. Ja, das ist sehr clever von dir. Und die habe ich vor allem durch den Modus Krautangriff zustande bekommen haben. Ich gutes Deutsch, ich habe. In Krautangriff ist er einfach so unglaublich gut. Nicht in Gärtenviewdürfe, nicht zum Angreifen, aber zum Verteidigen. Auf Mondbasis Z eben wie hier oder auf zum Populis. Ja, zum Populis. Oder auf. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ist er wirklich unglaublich gut. Props an dich, dass du mich hier hältst. Ist auf einen Moment nicht nötig. Das sollst du besser hier irgendwas für den Garten tun. Egal. Ja, was kann das so eigentlich? Warum liebe ich den so? Er ist ein bisschen wie die Tarnkaktee, kann man sagen. Wobei, das ist auch schon ein bisschen wieder übertrieben. Tarnkaktee ist dann noch ein härterer Sniper, aber er kommt schon recht nah ran. Kurze Feuerrate, starker Zoom, starker Schaden. Klassischer Sniper eben. Aber wie gesagt, Tarnkaktee ist dann noch wesentlich mehr Sniper als wir ihr. Und wenn man mit dem umgehen kann, kann man mit dem richtig was reißen. Und ich kann aber gar nicht mit ihm umgehen. Wie habe ich diese 3,5er KD zusammenbekommen? Ich weiß es gerade nicht. Man muss halt auch ein bisschen mit ihm eingespielt sein, weil die ersten paar Level, die ersten paar Runden, wo ich den bekommen habe, Katastrophe, ist gar nichts gegangen. Nichts getroffen. Also das war ähnlich wie jetzt hier gerade. Aber mal schauen. Vielleicht wird das ja noch besser, was ich aber nicht glaube. Ich war letztens da oben. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Dankeschön. Irgendwie macht mich diese ständige Heilstahl, dieser Ton. Trotzdem danke natürlich. So. Ist gleich viel ruhiger hier. Ich weiß nicht, vielleicht hört ihr das nicht so stark, aber ich. Oh, der war schön. Ja, ich sehe jetzt 40 Treffer auf dem Kopf. Also kritische Treffer. Und nicht auf dem Kopf, also im Körper, macht er irgendwie 39, glaube ich, oder so, was auch ganz ordentlich ist. Ich will hier rauf. So. Ja, macht auch ein bisschen viele Vorlagen. So. Muss ich auch ein bisschen konzentrieren, muss ich alles zugeben. Aber dann macht er richtig viel Spaß. Er hat natürlich auch noch eine zweite Waffe, die Shotgun. Aber die ist nicht redewert eigentlich. Die macht echt wenig Schaden. Ist eigentlich wirklich nur für Notfälle gedacht, wie ich finde. Ja. Aber es fühlt sich einfach so gut an, mit denen zu killen. Es fühlt sich so gut an. Und dann, ja, leider ein bisschen sehr lange Nachladezeit, beziehungsweise ein sehr kleines Magazin. Kommt das gleiche raus. Aber ich habe jetzt hier schon ein Nachladeupgrade, habe ich drin. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, er hat sogar noch ein zweites Nachladeupgrade und das werde ich abgeschossen, von wo auch immer. Mal schauen, ob er dann noch besser ist mit dem zweiten Nachladeupgrade. Ich bin mir nicht sicher, ich habe mal gehört. Er hat leider kein Schadensupgrade, er hat nur ein Gift-Upgrade. Was, ja, in gewisser Art und Weise auch ein trotzdem ein bisschen Schadensupgrade ist. Ja, also wenn man ruhig steht, dann kann man mit dem schon mehr reißen. Und wenn man ein bisschen mit dem eingespielt ist auch. Im Moment geht's gerade ganz gut voran. Citrons sind natürlich die größten Gegner, wenn ich mal behaupten von ihm, weil die einfach so viel schlucken. Sonnenblumen sind mit zwei Schüssen down. Durch den Giftschaden dann noch zusätzlich. Und Erbskanonen, ja, auch drei Schüsse.
Du musst halt richtig gut einschätzen können, dass dir die Gegner schön. Also, dass dir die Gegner schön in den Schuss reinlaufen. Was sie nicht tun. Komm schon, bitte stirb. Na, zu lange gewartet. Zunderhölze sind natürlich noch schlimmer als Gegner. Die musst du halt echt auf Abstand halten. Genauso wie die Zitrons hier. Aber da benutzt man vielleicht auch wieder mal die Kanone. Da hat man gegen die auch eine ganz gute Chance. Jawohl. 10er Streak. Kann sich sehen lassen. Überhitzungsupgrade. Ja gut, das hilft mir genau Nüsse. Weil das Überhitzungsupgrade. Ach nee. Ist ja nur gut für die. Für diese Waffe hier. Für die Chernobyl-Möwe. Vielleicht verteidigen wir das sogar. Nein, das verteidigen wir sicher nicht. Das sind zu viele Pflanzen. Aber es sind noch viele Zombies. Vielleicht ja doch. Komm schon, komm schon. Na, immer viele Vorlagen bekommt man auch recht oft. Und das wird wahrscheinlich wieder nur eine Vorlage. Die hab's genau hier. Oh, wenn ich die jetzt getroffen hätte, das wäre so schön gewesen. Oh. Jetzt läuft gar nichts mehr. Komm schon. Hab's genau. Die war schön. Der Schuss war schön, aber hat ziemlich gekillt. Aber hier können wir vielleicht ein bisschen was mit der Kanone reißen. Oder auch nicht. Weil die schon alle andere wegholen. Ey, sind sie schon. Ganz stark flüchten. Hier kann ich sogar eine Position, die man am besten ansteuert. Da kann man nämlich von da hinten, von da ganz hinten, kann man dazu schon durchschießen. Mal schauen, ob ich die wieder finde. Oder ob ich bis dahin sterbe. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mir da so eine gute KD habe, weil man einfach immer hinten bleibt. Und das ist auch nicht verwerflich als Primal Sniper. Wieso sollte ich mit so einer Sniper-Klasse nach vorgehen? Ich renne auch nicht mit einer Tank-KD vor. Ist halt einfach so, dass man mit dem Piraten, der was eben zum Teil auch immer Sniper ist, oder eben mit Kakteen mehr hinten ist. Das ist halt defensive Klassen. Aber wenn ich so offensichtlich stehe wie vorhin gerade, dann braucht sich nur ein Gegner eine Kakteen, eine gute nehmen, oder vielleicht eben sogar eine Tankkakteen und holt mich weg. Das sind immer die Sniper-Battle. Battles? Battle, genau. Ach Mensch, da steht still und ich treffe ihn nicht. Ja, gemeinsamer Abschuss. Kann ich leben. Und hier kann man da durchschießen. Oh shit. Shit, der sieht mich nicht. Okay, er hat mich doch gesehen. Ich wollte gerade sagen, er sieht mich nicht. Jetzt kannst du mich heilen. Dankeschön. Sehr nett. Jawohl. Aber hier kann ich schlechter den Karten verteidigen. Geh weg von mir, du böse Eisenzitron. Für den habe ich Schiss. Och Mensch, diese Wand hier geht mir auf den Sack. Wir müssen jetzt wissen, wo der Teleporter ist. Aber der existiert. Ist glaube ich auch nicht aufgebaut. In dem Gierbsen. Die Schüsse, die ist. Hier. Die sieht mich nicht, die sieht mich nicht. Und sie hat mich aber gleich gesehen. Ich bin schneller. Jawohl, 16er Streak kann sich sehen lassen. Also, wie gesagt, verteidigen, wie heißt's? Grauenangriff ist die Klasse einfach unschlagbar. Für Kills. Für eine gute KD, sagen wir mal so. Für Kills vielleicht nicht unbedingt, da gibt's bestimmt bessere, aber für eine gute KD ist richtig gut. Wie ist der vielleicht? Ich weiß nicht, ob das. Nee,
Ja, egal. So, komm ihr Kinder, komm mit. Komm mit und stirbt. Ich glaube, die Hälfte meiner Abschüsse sind sowieso nur gemeinsame Abschüsse. Sieben Leben. War echt locker, oder? Vielleicht schaffen wir das zu verteidigen, obwohl. Ja, danke schön fürs Hochheben. Ah, wenigstens eine Vorlage. Ich könnte jetzt reingehen mit einem Fass. Aber das ist auch nicht so der Bringer. Dann sterbe ich wahrscheinlich nur und halte es trotzdem nicht gut auf. Aber den könnte ich aufhalten. Mit einer Vorlage. Gut. Die haben es wieder geschafft. Mal überlegen. Den nächsten Garten werden wir wahrscheinlich nicht verteidigen. Oder? Ich habe den übernächsten. Wobei noch, den könnten wir schon verteidigen. Wobei ich da nicht so eine gute Position kenne. Mal schauen. So viele Nachjoiner hier. Da und hier. Und der da. Hallo. Oh, da kann ich mir den vielleicht gleich holen. Oh, nee, der ist zu schnell. Ich will gar nicht meine Präzision bei der Waffe wissen. Wahrscheinlich unterirdisch. Also die Sekundärwaffe, also diese Shotgun hier, diese Chernobyl-Möbel, die brauche ich eigentlich fast nie. Also wirklich nur zu extremen Notsituationen ist die gedacht, weil die macht recht wenig Schaden und ist daher nicht wirklich sinnvoll zu benutzen. Zum reinrushen oder halt, um sie als eine Shotgun zu benutzen. Ey, mein Deutsch ist halt wieder mal richtig Bombe. Props gehen raus an Frau Johann, meine Deutschlehrerin. Und mein Aim im Moment auch. Und wie gesagt, ich weiß leider keine gute Position. Das Dach ist echt zu offensichtlich und zumindest zu ungeschützt. Und ja, ist halt nicht so der Bringer. Komm schon, trau dich vor. Schau, setz deinen Hyper auf den Stand, denn du bist doch ein Genie. Und die nehmen den schon wieder, glaube ich, oder? Ja, so, ich hab 19 mit Streak. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Oh, die nehmen wir nicht wieder ein. Rückzug! 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 Also, wie gesagt, für KD ist die Klasse richtig gut. Für viele Kills. Oder, ja, für viele Kills ist die nicht so der. Der Top-Charakter. Finde ich zumindest. Wobei, wenn man mit dem richtig gut umgehen kann, ich kann so mittelmäßig mit dem umgehen, wenn man mit dem richtig gut umgehen kann, gut einschätzen kann alles und jeder Schuss sitzt, es gibt ja so ein paar Überpros, ja, dann könnte man mit ihm sicherlich auch sehr viele Kills machen. Gut. Hier gehen wir am besten hier rauf. Wobei da oben ist auch nicht so schlecht. Ja, ich gehe glaube ich am besten da rauf. Und wenn die Gegner nicht die ganze Zeit Citrons und Sonderholz spielen würden. Und wenn ich mal etwas treffen würde. Wie sich das Aim von innerhalb von Minuten so verschlechtern kann. Das war einfach nur der erste Garten, bei dem ich so gut war. Weil ich bei dem schon so eingeübt war.
Beziehungsweise die Gravitation beim ersten Garten, ich weiß nicht, mir hilft ein bisschen so, die Gegner besser einzuschätzen, besser zu treffen. Oder die Anti-Gravitation. Eigentlich. Da für diese Situation ist die Waffe bedingt ganz gut. Aber ich weiß, wie gesagt, wie ihr gesehen habt, auch keine Kills gemacht habt. Aber jetzt vielleicht Double Kill, Zipfern und Zunderholz. Kann das was werden? Nein, ich spiele jetzt meine Serie. Nein, geh weg. Habe ich jetzt nur 19 Kills gemacht? 19 Schaden? Ach Mensch! Ein 73er Streak wahrscheinlich. Ja, ich bin, glaube ich, noch nicht gestorben. Kill ihn, kill ihn, kill ihn! Okay. Kill sie, kill sie, kill sie! Du schaffst das. Toll gemacht. Konzentrieren. Ja, nein, die Waffe kann absolut gar nichts. Gut. Wo gehen wir ein bisschen hin? Ich muss irgendwo höher rauf. Ich bin in der Sniper-Klasse, gib mir Sniper-Spots. Stirb! Flüchte! Ich bin fast Level 10. Irgendwie nehmen die ja nicht ein. Verteidiger war nicht besonders gut. Die wollen beide gerade nicht. Beide Seiten. Ja, vielleicht ist das nicht. Nein, die sind einfach zu nah, um da was zu treffen. Klingt komisch, ist aber so. Level 10. Elite. Ja, wenn die mich da nicht sehen, ist das ein ganz guter Spot. Für Vorlagen. Ach Mensch. Ja, ich bin doch zu nah im Garten. 5 plus 1, 2, 3, 4. Jawohl! Oh, das war so schlecht. Das war davor. Wobei. Nee, da kommt niemand von hinten. Da kommt gerade generell niemand. Nur die mal diese eine Gift, ob sie die was nicht lassen kann. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir das noch zu verteidigen. Dann wäre das eine perfekte Runde fast. Gute KD und. Okay, gut, wenige Kills, aber. Eine gute KD. Ich sage immer KD. Ich habe nicht allzu viel XP vergeudet mit meinem Level 10er jetzt. Ja, gut, jetzt ist gar nichts mehr hier. Jetzt ist gar nichts mehr. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin das fast. Ich sehe niemand. Scheiße. Ich schaffe fast, dass ich nicht dazugehören würde. Ich kann es gar nicht zünden. Ah, jetzt zündet. Und da bin ich. Weg bin ich. Gut. Das war Captain Grechts. Nicht besonders spektakulär, aber trotzdem eine sehr gute Klasse, wie ich finde. Mit der man, wie ich schon mehrmals gesagt habe, sehr gut auf KD gehen kann. 12,5 KD kann sich, glaube ich, mehr als sehen lassen. 25 Kills für 3 Gärten ist aber nicht wirklich besonders gut. Muss man auch dazu sagen. Gut, das war's. Das waren alle 4 neuen Charaktere. Necrozy, der Leichtmatosenwicht, der Commander Mais und Captain Grechts. Alle 4 Artenweise wirklich sehr, sehr gut. Um jetzt ein abschließendes Fazit zu sagen, ich finde am besten, wie gesagt, Captain Grechts, dann ganz dicht gefolgt von der Necrozy, weil sie einfach sehr viel Spaß macht zu spielen. Am killstärksten ist aber trotzdem der Commando Mais und
Beim Wicht, da bin ich teils unschlüssig. Manchmal geht er richtig ab und dann kannst du mit ihm überhaupt nichts reißen. Also ich beim Wicht, würde ich sagen, ist im Moment der schlechteste leider, wie ich finde. Ja. Gut, das war's. Hey, der ist sogar in meinem Backyard. Hi. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video und ciao.